Seems like a giant's armpit in here. Ach, das Ding hier waren wir doch neulich erst drin, kann das sein? Hier waren überall Bären und so ein Blödsinn. Bin mal gespannt, wie gut er das macht. Der Riese ist darauf. Oh, das ist natürlich auch einer. Ich meine, komm, dieser Riese, ja, der hatte jetzt noch nicht mal großartig irgendwie Special-Angriffe oder sowas. Weiter, du Flasche. Ihr gehört mir. Shea, walk your modlock, Belkuro Monkey. Die Wahrheit unseres Credo steckt in diesen Worten. Riesengrove. Das war damals aber noch nicht da. Von wegen abgeschlossen. Oh, ich glaube, hieran erinnere ich mich. Es war sehr, sehr scheiße. Los, Ork. Na schön, dann töte ich eben diesen Riesen. Es sei denn, ihr möchtet euch etwas zusätzliches Gold verdienen. Was meint ihr damit? Ich bin müde. Ich habe seit Wochen nicht mehr vernünftig geschlafen. Ihr tötet den Riesen und bringt mir den Hammer. Wenn wir zurück in Lagerspur sind, sagen wir allen, ich hätte es getan. Ihr haltet den Mund. Und ich bezahle euch dafür, fürstlich. Ah ja, ich bin mal gespannt, was Malakat dazu sagen wird. Aber bisher mache ich das mal. Gut. Ich werde genau hier warten. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Danke, Svina. Du bist sehr, sehr aufbauend gerade. Wow. Ich sehe den Schrein von Malakat. Und ich werde es mit dem Geschick der dunklen Bruderschaft machen. Oder auch nicht. Lass meine Frau in Ruhe, du Penner!
Maler Karls Hackbeil ist ja interessant, nehme ich. Mammutzeug, Zeug. Denn alles andere wäre langweilig. Groß und Magma und brennt und alles Feuer. Dietrich Gold Mainz. Der Orkfürst, wenn man so will. Und hier war noch eine Truhe, die mich eventuell interessieren könnte. Nicht wirklich. Ein bisschen Gold und das war's. Bisher hat sich dieser Auftrag noch nicht wirklich gelohnt. Ich bin mal gespannt, ob der Ork dazu noch was beizutragen hat. Ausgezeichnet. In euch schlägt ein wahres Kämpferherz. Ich hätte es nicht besser machen können. Natürlich kann ich euch nicht lebend gehen lassen. Wir wollen doch nicht, dass jemand davon erfährt. Ihr gehört mir! Das war knapp. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf. Spina zurück. Bei den Göttern seid ihr zum Sterben bereit? Das war knapp. This world just got a little cold. Ja, Mars war ein Dummkopf. Er hat ständig versucht, sich mit Intrigen und Betrug seiner Verantwortung zu entziehen. Aber ihr habt euch um ihn und die Riesen gekümmert. Damit haben sich zwei Probleme auf einmal gelöst. Bringt nun Chagrols Hammer zurück nach Largaspur. Und wir werden sehen, ob wir auch dem Rest von ihnen die Leviten lesen können. Ein Spinner. Wo ist eigentlich dieser Hammer? Sind wir an dem vorbeigerannt, oder? Ah, da. Chagrols Hammer. I need to trade something. You want me to lighten your load? No, I want to give you something. Here you have some orcish boots. And orcish Panzerhandschuhe. Und some orcish Elm. Dachte ich mir fast. Und eine orcish Rüstung. Scheint alles nicht so ganz bei dir anzukommen. Let us go. Genau. Lass uns gehen. Ist das mittlerweile eigentlich schon als Auftrag vermerkt? Der verfluchte Stamm. Bringe den Hammer zurück. Na komm. Ich will doch nur hier wieder irgendwie mal in Richtung... Ich kann von hier aus nicht schnell reisen, dann muss ich den ganzen Weg halt laufen. Weißt du, ich dachte ja, dass ich vielleicht mal von hier so Abkürzungen und jetzt nicht den ganzen Weg hier wieder nach oben, aber... Ich sollte aufhören zu denken. Oh. Zaubergetränk. Kennt einer von euch hier einen Ausgang? Genau, und hier war doch irgendwo eine Truhe. Genau da an der Ecke war sie gerade.
Sag's doch, hier waren wir schon drin. Das muss aber erst neulich gewesen sein. Irgendwo innerhalb der letzten 50 Folgen vielleicht. Ich weiß nicht, so lange kann es jedenfalls nicht her sein. Müsste knapp vor der Hochzeit gewesen sein. Oder knapp danach? Nee, eher knapp davor. Schattenstein. Zudem kann ich nicht schnell reisen. Aber zum Hof. Und von da aus kann ich zum Schattenstein. Da kann ich dann vielleicht diesen aktuellen Schlösserknack-Fluch mal loswerden. Der so dezent nervig ist. Und Schattenstein klingt irgendwie danach, als könnte ich dann besser schleichen, was ja auch nie schaden kann. So als Dieb und Assassine. Bin immer noch... Oh Gott, sag nicht, der Stein ist da oben. Wenn er da oben ist, dann sag nicht, dass das unerreichbar ist. Naja, sieht bisher ganz brauchbar aus vom Ansatz her. Jetzt hier bloß nicht irgendwie die Klippe runter, das wäre blöd gesegelt, wäre das. Danke, Sphina. So, einmal pro Tag längere Zeit unsichtbar sein. Nehme ich doch gerne. So, jetzt zu den Docks. Wie eine Bergkatze begab er sich vom Berg hinab. So, dieses Rifton, dies sind die Docks. Dort hinten ist irgendwo gut Goldenglanz. Na dann. Ich meine, wie schwer kann das sein? Hier sind die Docks. Ist hier schon irgendwas, was man vielleicht sich nehmen könnte? Ja, Inigo, vielleicht solltest du besser am Rand bleiben. Könntest du auf die Schlachterfische nämlich schießen. Okay, dies ist bereits gut Goldenglanz. Der Wasserfuchs. Wenn irgendwer für diesen Job geeignet ist, dann ich, denn ich bin in der Lage, hier zu tauchen ohne Ende. Guck mal da, Walz Schatulle. Experte. Und ich Idiot musste ja unbedingt gerade meinen Dingsstein
Naja. Ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Knack. Schreibfeder der Wiederholung. Sehr schön. Ich würde mal sagen, das heißt, dass wir seine Schulden begleichen können. Sind wir nicht nett? Das alles nur, damit wir ihn nicht umbringen müssen. Dabei wäre das so einfach, ihm einfach die Kehle durchzuschneiden. Bei dem, was wir schon alles vernichtet haben. Jetzt wird es allerdings gerade nervig. Wieso kann ich da nicht einfach reinlaufen? Naja, vielleicht sind die Tollkirsche mittlerweile nachgewachsen. Das ist noch so ein bisschen meine Hoffnung, die ich gerade habe. Aber ich denke, da müssten wir heute auch mal langsam zum Ende kommen. Also bei dem Typen einbrechen werde ich noch und gucken, ob ich rausfinde, wo er ist, aber da soll es dann auch langsam aufhören.